Unser Reiseangebot mit der Kennzahl 459 führt uns zum Quell des schönen Wetters, eine Rundreise auf den Azoren. Mit SATA International geht es direkt nach Ponta Delgada auf São Miguel. 1500 Kilometer von der europäischen Küste entfernt liegen die Azoren inmitten des Atlantischen Ozeans. Am zweiten Tag geht es nach Ponta Delgada, der heimlichen Hauptstadt der Azoren. Altehrwürdige Bauten, prunkvolle Kirchen und charmante Gassen schmücken das Zentrum der Stadt. Sie besichtigen die Kirchen Igreja Matriz, São Sebastião, Senhor Santo Cristo und São José, spazieren durch die Einkaufsstraße und den Park Jardim Antonio Borges und besuchen das Museum Carlos Machado. Überall werden Sie die azorische Freundlichkeit und Gelassenheit spüren. Am dritten Tag fahren Sie entlang der grünen Weiden nach Cidades mit den berühmten und größten Karataseen der Insel. Am vierten Tag besichtigen Sie Santa Iria, von wo Sie einen fantastischen Blick auf die wilde Nordküste genießen können. Im Anschluss besuchen Sie eine der beiden einzigen Teeplantagen Europas. Sie fahren weiter zum Aussichtspunkt Pico de Ferro. Hier können Sie das gesamte Tal von Furnas überblicken. Es dampft und brodelt an jeder Ecke. Furnas wird Sie durch seine einzigartige und paradiesische Flora und Fauna begeistern. Am fünften Tag der Reise können Sie die grüne Insel São Miguel nach eigenen Wünschen erkunden. Der Tag gehört ganz Ihnen. Tag 6 der Reise führt Sie entlang der Südküste in den östlichen Teil der Insel São Miguel, durch das Tal von Furnas und vorbei an Povoacao, wo einst die ersten portugiesischen Seefahrer landeten. Genießen Sie einen freien Tag zum Ende der Reise. Nähere Informationen finden Sie wie immer auf TAV unter der Reisekennzahl 459.